Das sind die Walliser Nachrichten vom Mittwoch, 15. Juli. Was die Wallis an dem Mittwoch beschäftigt hat, wir schauen zusammen zurück mit diesen Schlagzeilen hier. Klage gegen die junge SVP Wallis, keine Abstriche nach dem Fahrbahnwechsel und neue Fälle von Schwiegrippe im Wallis. Schön, habt ihr eingeschaltet. Schwule- und Lesbo-Organisationen wehren sich gegen die Äußerungen von der jungen SVP Wallis und haben Klage eingereicht. Laut Jean-Paul Guizot, Westschweiz-Sekretär von der Schwulenorganisation Pink Cross, richtet sich die Klage ausschließlich gegen die Verfasser und nicht gegen die Partei. Auslöser für die Klage war eine Medienmitteilung von der jungen SVP Wallis im Mai, wo sie homosexuelle Menschen beschimpft haben. Der Fahrbahnwechsel am 13. Dezember sollte dem Wallis von Sita BLS und SBB zwar keine Abstriche bringen, aber auch nicht alle Wünsche erfüllen. Mehr Zeit am späteren Abend durch den Basistunnel sind nicht möglich, weil ab der 8. bis am Morgen um 6. der Güterverkehr Vorrang hat. Eine spätere Verbindung von Domo und Macha ist auch erst ab dem Fahrbahnwechsel 2011 möglich. Im Grossen und Ganzen bleibt alles, wie es ist. Dafür verkommt das Wallis für alle Regionalzüge von der SBB und von der BLS ab Dezember aber neues Rollmaterial. Mehr als die Hälfte von den neuen Schwiegrippe-Erkrankungen in der Schweiz betreffen das Wallis. Die Zahl von AH1N1-Viruserkrankungen ist in der Schweiz innerhalb von nur 24 Stunden um 30 Fälle auf 178 gestiegen. Für das Wallis hat man im Situationsbericht 16 neue Fälle ausgewiesen. Der starke Anstieg geht vor allem auf die 14 Fälle in Verbier zurück, die man am Montag im Internationalen Institut diagnostiziert hat. Das Gesetz über Risikosportarten hat sich im Wallis nach einem Jahr schon bewährt. Vor allem die Hotelier haben sich Erleichterung gezeigt, dass die Aktivitäten auf dem risikolosen Parkour nicht unter das Gesetz fallen. So kann man weiter geführte Wanderungen oder auch Wildbeobachtungen anbieten. Es gibt schon Anfragen aus anderen Kantinen zum Gesetz über Risikosportarten, das im Wallis am 1. Mai 2008 in Kraft getreten ist. In der Sendung «Donstig Jos» am Donnerstag am Abend ab der 8. auf SF1 treten im bernischen Erlach die beiden Oberwalliser Gemeinden Grächow und Viesch gegeneinander an. Der Sieger ist der Gastgeber vom «Donstig Jos» am Donnerstag, 23. Juli. Beide Gemeinden haben sich seit mehreren Monaten auf die Sendung vorbereitet und ein attraktives Romo-Programm zusammengestellt. Am Mittwoch hat sich die Sonne im Wallis in Rohr gemacht. Jetzt aber die gute Nachricht. Der schönste Tag von der Woche, der kommt erst noch. Das ist das Wallis Wetter. Wie hier auf der Wetterkamera zu Fischbertarbeno ist am Mittwoch im ganzen Wallis veränderlich gewesen. Einmal hat die Sonne geschienen, dann hat es wieder zugetan. Jetzt aber ist es hoch im Anzug. Das bringt uns am Donnerstag der schönste Tag von der ganzen Woche. Es gibt viel Sonnenschein und heiße Temperaturen. Im Talgrund erwarten wir am Nachmittag bis zu 32 Grad. Aber auch im Goms kommt es mit 27 Grad gebig warm, das Leigerbad und im Litschertal gibt es 26 Grad. Das Ganze ist aber nur eine kurze Geschichte, wie wir es hier bei der 4-Tages-Prognose schon sehen. Gehen die Temperaturen schon am Freitag wieder auf die 24 Grad im Rhein, dann gibt es da wieder vermehrt Wolken. Auch Gewitter sind möglich. Am Wochenende ist es veränderlich. Am Samstag gibt es gerade mal Höchstwerte um die 19 Grad. Das waren die Walliser Nachrichten vom Mittwoch, 15. Juli. Am Donnerstag begrüßt euch hier an meiner Stelle Andrea Soltermann. Ich sage meinerseits, merci vielmals für's Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit.